Herzlich willkommen und danke für Ihr Interesse. Wenn Franz Beckenbauer Einkäufer wäre und er würde sich mit dem Thema Warengruppenmanagement beschäftigen, so würde er sagen, it's a classicer. Weil Warengruppenmanagement ein bewährtes Instrument ist, was immer wieder zu signifikanten Einsparungen im Einkauf führt. Und Warengruppenmanagement ist mehr als jetzt nur die reine Verteilung der Warengruppen oder das Aufsetzen eines Warengruppenschlüssels, sondern es geht insbesondere beim Warengruppenmanagement darum, Transparenz zu erzeugen, zu erkennen, was in den einzelnen Warengruppenfeldern an Volumina da ist, was an Lieferanten da ist, wo man in einer Single-Source-Situation drin ist, wo man übermäßig viele unterschiedliche Lieferanten hat, die man gegebenenfalls zusammenfassen könnte. Es geht darum, für die Warengruppenfelder individuelle Strategien auszuarbeiten, die dann mit der Technik und die dann mit der Montage abgestimmt werden müssen. Kann es sein, dass Sie sagen, Warengruppenmanagement haben wir schon, haben wir vor Jahren eingeführt, hat sich bei uns bewährt? So kann ich nur auf die Worte von Franz Beckenbauer zurückkommen. It's a classicer. Will sagen, Sie haben andere Beschaffungsmärkte, andere Beschaffungsvolumina, neue Tochterunternehmen. Und da ist es sinnvoll, dorthin zu gehen, um Ihr Warengruppenmanagement noch einmal zu überprüfen, zu gucken, ob Sie die richtigen Warengruppenstrategien haben, die Sie zum Schluss zum Erfolg, zu Einsparungen hinführen. Und last but not least geht es auch beim Warengruppenmanagement auch darum, es organisatorisch im Unternehmen zu verankern. Das heißt zum einen festzulegen, welche Aufgaben hat der Warengruppenmanager, wie stimmt er sich mit der Entwicklung ab, wenn man gemeinsam Strategien vorwärts treiben will, wie implementiert man zum Beispiel zum Schluss ein Kanban-System in der Produktion. Mein Name ist Frank Sundermann. Ich bin von der Unternehmensberatung Durchdenken Vorne Consult. Wir sind als Unternehmensberatung fokussiert auf den Bereich Einkauf und Produktkostenoptimierung und führen seit Jahren bei der Technischen Akademie Wuppertal das Seminar Warengruppenmanagement durch. Wir bringen dafür Beispiele aus der Praxis mit, wo wir diese ins Seminar mit einbauen, um zum Schluss aufzuzeigen, auch wie andere Unternehmen dieses realisiert haben. Wenn Sie sagen, dass dies für Sie von Interesse ist, würde es mich freuen, wenn ich Sie in einem der nächsten Seminare begrüßen darf.